Hallo miteinander. Mein Name ist Michelle vom Swissnam Science Institut der Universität Basel. Heute wollen wir uns Proteine anschauen. Proteine sind universelle Bau- und Betriebsstoffe und erfüllen lebenswichtige Funktionen in unserem Körper. Hormone übermitteln Signale zwischen Zellen. Antikörper bekämpfen Krankheitserreger und binden das Antigen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Enzyme katalysieren unseren Stoffwechsel. Transportproteine binden Substanzen und bringen die an ihren Bestimmungsort. Und Strukturproteine bilden das Gerüst von Zellen und Gewebe. Was wichtig ist, ist, dass alle diese Proteine sehen ganz unterschiedlich aus und haben eine räumliche Struktur. Die räumliche Struktur der Proteine kommt durch Wasserstoff- und Disulfidbrücken sowie Ionenverbindungen zustande und wird im Modell durch Schlaufen dargestellt. Was wir hier sehen, ist Myoglobin, das ist ein Transportprotein, weil es Sauerstoff zu den Muskeln transportiert. Wenn die räumliche Struktur kaputt geht, das heisst, das Protein denaturiert, kann das Protein seine Funktion nicht mehr ausführen. Was wir heute machen, ist Protein denaturieren. Für das nehmen wir ein normales Hühnerei. Dann brauchen wir 2 Schüsseln, 4 Gläser. Dann brauchen wir heißes Wasser, zum Beispiel mit einem Wasserkocher. Passt einfach auf, dass ihr euch die Finger nicht verbrüht. Dann brauchen wir einen Massbecher, eine Gabel, eine Schere, irgendein Zettel, Post-it-Zettel und einen Stift. Dann brauchen wir noch Alkohol. Ich habe hier Isopropanol. Und dann kann es losgehen. Als erstes schlümmern wir mal das Ei auf, denn wir wollen nur das Eiweiß halten. Im Experiment ist es wichtig, dass man immer eine Kontrolle hat. Dass man immer schaut, wie sieht denn der Normalzustand aus. Damit das klar ist und wir nicht vergessen, was wir wo rein tun, schreiben wir auf einem Zettel, was jeweils in diesen verschiedenen Gläsern drin ist. In unserem ersten Glas ist die Kontrolle, das Eiweiß. Im zweiten Glas haben wir 75 ml Wasser oder einfach ein Drittel vom Glas. Dann, was wir hier rein tun, ist Isopropanol, das ist ein Alkohol. Und dann haben wir eben noch das heiße Wasser. Jetzt muss ich da das Ei noch zerschneiden. Wir haben hier die Kontrolle. Und hier nehme ich jetzt eben heißes Wasser. Wir haben beobachtet, dass es im Leitungswasser ein paar Fäden gibt, verglichen mit unserer Kontrolle, wo das Eiweiß transparent ist. Die weißen Fäden sind denaturierte Proteine. Im Isopropanol bildet sich ein denaturierter Klumpen und im heißen Wasser hat es noch mehr denaturierte Proteinfäden wegen der Hitze. Proteine können also auf verschiedene Art und Weise denaturiert werden. Einerseits erhitzen, durch Alkohol, durch gewisse Salz, Säure, aber auch Druck. Sogar im Leitungswasser haben wir gesehen, dass denaturierte Proteine vorliegen. Weil natürlich auch dort nicht die gleichen Bedingungen herrschen wie in einer lebenden Zelle. Ich hoffe, ihr habt heute wieder mal viel gelernt und könnt es ebenfalls ausprobieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao miteinander.